So, da bin ich wieder. Irgendwie habe ich gleich einen ganzen Stream beendet, anstatt einfach nur Pause zu machen. Ach, jetzt sehe ich gerade, jetzt kommt noch Werbung. Okay, ist eher das zeitversetzt, aber dann warte ich jetzt mal. Lass die Werbung laufen. Ja. So. Ich weiß, das war jetzt eh zeitversetzt, ne? Also, ich habe jetzt auf das gewartet, was ich sehe. Und die Tür ging einfach von alleine zu. Warum macht die Tür das? Hallo? Ist dahinter irgendwas los? Ach nein, bestimmt eh nicht. Dann warten wir mal weiter im Galopp. Ja, Ria, du siehst keine Werbung, hast einen Adblocker drin, ne? Also jetzt mal ernsthaft, ich habe ja von dieser Werbung gar nichts, das ist nur für Twitch, ne? Also. Und ich habe den Adblocker nicht an. Selbst wenn ich das jetzt, ich sehe es ja selber auf meinem Laptop. Das ist ja, ne? Ich spiele zwar auf PS4, hab's auf dem Laptop aber an und bei mir kommt die Werbung auch, weil ist ja nur zur Unterstützung von Twitch, ne? Da ich Twitch ja selber auch nutze, unterstütze ich die dann halt auch mal mit. Also, aber jeder kann das machen, wie er will, ne? Also, von daher. Ich mache das aber gerne so, um Leute zu unterstützen. Und wenn das keine sinnlose Werbung ist, weil wer will denn den ganzen Tag nur Tittenwerbung sehen? Okay, gibt genug, die das nur möchten. Aber mache ich das dann. Ja, sie weiß, dass da jemand ist. Ach ja. Okay. Billy, ich habe genug von diesem Krankenhaus. Ich will mit diesem Mist nichts länger zu tun haben. Ich habe etwas unten im Heizungskeller gesehen. Und einer der Krankenwärter auch. Es ist böse und ich werde nicht hier bleiben, um herauszufinden, was es vorhat. George. Vor allem so, George. Ja, George will das nicht. George hat die Schnauze voll. Geschichte von New Kipling. Die puritanische Kirche von New Kipling hat verkündet, dass die Stadt in dunklen Zeiten verfallen ist. Einige Einwohner sind daraufhin aus Angst um ihr Leben geflüchtet. Um den Frieden aufrechtzuerhalten, haben die örtliche Kirche und die Stadtältesten die Teilnahme am Gottesdienst zur Pflicht erhoben. Ja, wie jetzt? In die Kirche gehen wurde zur Pflicht erhoben. Was ist denn das? Ey, nee. Zu hart. Ach ja, das sind alles so total normale Geräusche und so. Fühlt sich doch jeder Mensch wohl bei. Nicht? Ich finde schon. Ich will gar nicht mehr. Ach. Sag doch einfach, dass ich da nicht rein soll. Ich meine, hey, ich hätte die Tür zugelassen. So ist ja nicht. Bah. Da muss man ja nicht einfach gleich alle zumauern. Ich meine, ne? Komm schon, den kennen wir schon. Der ist alt. Geschichte von New Kipling. Das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voll eifriger und optimistischer Menschen heran. Die Stadt brauchte aufgrund von Übervölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. Oh mein Gott, what was that sound? Welches Geräusch denn? Wir hören hier schon Tausende. Also, ne? Du musst die schon klarer ausdrücken. Blöde Kuh, ne? Echt, diese blöde Mistkrücke. Ich wollte das noch nicht opfern, ne? Diese hässliche Scheiß-Mistkrücke, ey. Das kann doch nicht sein. Boah.
Verflucht nochmal. Jetzt habe ich keine verkackte Fackel mehr. Naja, Fackel mal zu Ende. Dich wollte ich jetzt noch nicht anmachen. Jetzt war ich zu übereifrig. Geschichte von New Kipling. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und der leichte Zugang zu Handelsrouten hatten früher Siedler in das Dorf gelockt. Hm, schön. Bin ja sauer. Ich habe keine... Ach doch, eine Fackel habe ich hier noch. Okay. Wie jetzt? Du kommst schon wieder. Was ist denn... Was willst du denn von mir? Geh woanders rum, Gollum. Das ist echt nicht cool. Das weiß ich gerade gar nicht. Da ging es ja nicht weiter und da ging es auch nicht weiter. Okay. Wer wartet denn hier über mir so doll lang? Also jetzt mal ernsthaft, das kann halt Angst machen. Naja, steht die Alte gleich vor meiner Tür. Toll, und dann habe ich jetzt davon, weil ich sie angemeckert habe. So ist das, Alter. Hast du eine große Fresse? Wo kriegst du die Retourkutsche? Is there anybody in there? Ach, das ist gar keine Tür. Okay. Und ich springe und ich singe. Links oder rechts? Links oder... Ach nee, links oder rechts? Ey. Geradeaus oder rechts? Wo soll ich lang gehen? Was sagt ihr? Erzählt mal. Geradeaus oder rechts? Geradeaus oder rechts? Ah, ich warte. Ach, wahrscheinlich warte ich lieber nicht. Das lohnt sich gar nicht. Dafür seid ihr eh nicht genug. Na komm, Ria, ich gebe dir eine Chance, dass du entscheiden darfst. Aber bis du das alles hörst, bin ich schon tausendmal fertig. Alles klar, rechts. Also sorry, wenn das jetzt gedauert hat. Wie gesagt, ne, ich kann nichts dafür. Und wenn ich jetzt mir eine Hose und scheiße, bist auch du schuld. Siehst du, und genau das meinte ich hier. So eine Schränke, die leuchten dann immer mit diesen grünen Leuchtstäben. Aber wenn man darauf dann schon im Vorfeld nämlich achtet, musst du die Leuchtstäbe nicht unbedingt verbrauchen. Was aber eigentlich auch nicht weiter schlimm ist, weil diese Leuchtstäbe, ganz ehrlich, ich finde, die hat man massig in diesem Spiel. Aber gerade die für diese blöde Hexe, die einen immer jagen will, die hat man nicht so oft. Hier so eine Tüte, ne? Das sind alles Sachen, das weiß man nachher schon. Aber gerade die Stäbe, die Hexe vergraulen, da ist man dann immer am Arsch. Feuer! Feuer! Hilfe! Ich muss weg, es brennt! Nein. Es brennt nicht. Oder wir müssen alle in den Unterricht. Sehe ich hier da. Feuer. Es war Feueralarm, okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang und ich sehe schon, da geht's im Kreis. Dann möchte ich. Nee, aber ich will den Zettel da haben. Zettel! Hä? Bin ich jetzt echt so doof? 13. August 1924, Patient 60E. Angestellte hören Schreie aus dem Zimmer von Patientin E60E. Als sie dort ankam, war alles voller Blut und die Patientin fügte sich mit einem Skalpell wiederholte Schnittwunden zu. Was ist denn mit ihr? Warum hat sie sowas überhaupt? Mal ernsthaft, sie ist da eine Patientin. Also, da sollten sich mal die Leute aus der Klinik Gedanken machen. Es ist unklar, wie sie an den Gegenstand kam. Oh, ach so, ja, weil ihr nicht aufgepasst habt, würde ich sagen. Trotz des vielen Blutes waren keiner der Verletzungen tief- oder entzündungshemmend. Alle Schnittwunden waren oberflächliche Natur, so als ob sie nicht wirklich versucht hatten, sich zu verletzen, sondern nur so viel Chaos wie möglich zu hinterlassen.
Patient 60E wurde in Isolationshaft gebracht, da sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellte. Dr. Mercer hat sich ihr zudem jetzt angenommen. Hoffentlich können wir sie von ihren inneren Dämonen befreien. Ich würde mal einfach behaupten, träum weiter. Dr. Mercer ist nämlich bestimmt das Wurzel allen Übels. Ist doch meistens so. Ach, ich weiß, ich habe es irgendwann schon mal gespielt, aber die Story weiß ich ja beim ersten Durchspielen gar nicht so gerafft. Jedenfalls nicht ganz. Vielleicht, weil ich nicht alles Zettel gefunden hatte oder weil ich ein bisschen zu doof war. Oder keine Ahnung. Für mich war die Story ein bisschen zu merkwürdig. Oh cool, das ist doch das Tor gleich, ne? Ich meine, wenig. Geh weg! Du bist nicht meine Mami! Oh nein! Ja, genau. Da haben wir gleich das Schloss. Das ist zumindest schon mal schön. Uns fehlt ja nur noch ein Zettel und auf jeden Fall der Schlüssel. Oh, no, 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 no. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Lilililili. Und euch geht's auch gut. Schon wieder der Raum. Das ist ja langweilig. Wie jetzt? Lass mich in Ruhe. Ich habe mich nicht erschreckt. Das hat sich nur so angehört. Ich meine, voll die Entspannungsmusik hier so, weißt du, das alles, ne? Kannst dich hinlegen, einfach die Seele baumeln lassen. Also, ne? Kurort für jedermann, würde ich behaupten. Nicht? Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr mir auch mitteilen, so ist es nicht. Alter. So, jetzt hier. Warum? Kann ich nicht mal auf mein Handy gucken? Hör auf rumzukriseln. Was soll denn dann? Ach, immer hier rumgeschreie. Weil die voll Aufmerksamkeit will, man. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Also jetzt ernsthaft, ich bin gerade so ein bisschen... Wo war denn die Abzweigung gewesen? Um das mal so weit ran, wie es geht, damit ich Blindfisch auch so ein bisschen mehr sehe. Oh. Total toll, also. Mag das alles gar nicht so. Ach nein, ich meine ja Urlaubsort. Alles total toll. Ne? Hört sich an, als würde ein Riese über mich rüber stampfen. Also wir wissen jetzt schon mal, ein Riese ist in der Irrenanstalt. Ne? Damit wir uns nachher nicht wundern. Ich meine, können wir so nicht zulassen. So sind wir zumindest schon mal anteilig darauf vorbereitet. Ja, ja, ja. Das sind wir. Das sind wir. Zum Glück ist das ja auch gar nicht dunkel hier, ne? Und so. Ach ja. La 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 la. Was sagst du? Red mal lauter. Ich verstehe nicht, was du redest, wenn du so flüsterst. Hä? Erzähl. Nochmal. Du komm, traust dich nicht? Erzähl doch mal. Ich meine, die Atmosphäre ist ja tatsächlich echt sehr anstrengend in dem Spiel, finde ich, ne? Aber manchmal ist mir das alles ein bisschen
trotz allem trotzdem irgendwie zu langweilig. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich fühle mich die ganze Zeit unwohl in diesem Spiel, aber manchmal ist mir trotzdem langweilig. Ich weiß gar nicht, ob man das so verstehen kann. Also irgendwie weiß ich nicht. Weil man sieht ja hier, ne? Man macht dies, das und jenes, dann passiert nichts. Und irgendwann taucht die alte Freundin auf und macht Buh. Und wenn man damit gerade nicht rechnet, macht man Ah! Und rennt weg. Und dann war's das. Atmosphärisch echt schon geil, aber irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen was. Angst habe ich trotzdem. Was soll's. Der Riese stampft, der Riese stampft. So gut, hier ist nichts. Ich renne jetzt hier einfach zurück. Und ich renne, wie ich noch nie gerannt bin. In meinem kleinen Leben. So renne ich. Ja, und hier weiter. Es fehlt doch nur noch der Schlüssel. Wo ist er denn? Hallo? Ich gehe jetzt hier rein. Riese, hör auf zu stampfen. Oh, schön, guck mal, da träumt sich von alleine auf. Habt ihr gesehen? Der Sessel hat sich wieder hingestellt. Warum? Echt, so was brauche ich zu Hause auch. Ein Poltergeist, der aufräumt. Das ist geil. Das gefällt mir. Das Siegel ist hier. Schön zu wissen. 9. April 1860, Patient 06B. Der Stochbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet wurde, sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Allerdings brachte es niemand über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Mrs. Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende kleine Mädchen übrig hat. Tja, muss ich immer verdauen. Was ist denn... Hä? Hammer. Für arme, kleine Mädchen übrig hat. Die wollen ihr Stofftier verbrennen. Was hat sie denn für eine Krankheit, dass sie ihr Stofftier verbrennen müssen? Schade, dass man die Türen hier nicht öffnen kann. Ich schrei gleich zurück. Mach ich einfach. Ich schrei dich auch an. Hallo? Vielleicht doch nicht. Vielleicht habe ich nur wieder eine große Klappe und halt einfach meinen Mund. Didi. Ui. Ja, schön, oder? Wir haben alle Zettel zusammen. Gib. Wo ist mein Spielzeug? Das sieht mir nicht wie ein Spielzeug aus. Schloss finden. Ah, das war doch irgendwo. Scheiße. Das war nicht hier. Ich habe Angst, die kommt jetzt bestimmt gleich wieder. Und jetzt kann ich mich nämlich nicht wehren, wenn ich das alles so in der Hand habe. Was irgendwie voll unlogisch ist, aber ich kann mich halt nicht wehren. Wahrscheinlich war sie gerade schon hinter mir. Ich habe sie zum Glück nicht gesehen. Ich drehe mich halt nicht um. Nö. Sie soll jemand anderen vollspuken, aber nicht mich. Hallo? Ja, hallo, Alter. Was fragt sie denn noch so doof? Oh, ich bin daneben dran. Entschuldigung. Na? Kommt jetzt noch was? Wie jetzt? Tatsächlich? Das passiert sogar noch hier auf der Schwelle? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mal, au. Ich hätte nur ein paar Schritte gehen müssen und hätte meine scheiß Fackel behalten können. Verdammt! Nein, das hat mich jetzt natürlich nicht aufgeregt. Ich bin noch ganz ruhig. Alles ist gut. Alles ist gut. Ach ja. Schön.
Wer freut sich denn hier, mich zu sehen? Hä? Athema? Oh, dieses Ruckeln manchmal, ne? Ist schon so ein bisschen anstrengend, Alter. Und es ruckelt die ganze Nacht. Und es ruckelt. So wie es das mag. Keine Ahnung. Okay, Patient 9. Was? Patient 9F wurde mit Verbrennung auf über 60% seines Körpers eingewiesen. Hauttransplantationen wurden angeordnet. Der Patient verweigert die Behandlung und spricht ständig über Visionen, aber wir werden dennoch fortfahren. Manchmal geht es nicht darum, was der Patient will, sondern darum, alles zu tun, um ihm zu helfen. Ach ja, ich wollte gerade sagen, die sind ja echt alle ganz schön gestört, aber ich glaube, das erübrigt sich in so einer Irrenanstalt von selbst, oder? Ja, was haben wir sonst noch hier so für mich? Auf jeden Fall noch ein paar Zettel. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck schnell trinken. Und so viel Gequatsche kriegt man immer einen trockenen Mund. Dr. Mercer, das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projektes von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie Sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy, hey, Schreibtisch ist heile. Kannst arbeiten kommen, Chefchen. Was ist los? Das ist die wichtigste Nachricht dieser Tages, also, ne? Von wegen mal so neue Tapeten oder keine Ahnung was. Nein, neuen Schreibtisch. Der muss her. Ist wichtig. Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst und ihn zur zusammenhangslosen Phase treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich finde das auch immer so schön, ne? Die reden hier von so vielen Patienten. Ich meine, dass wir alle irgendwie verwirrt sind, ist doch klar. Aber es sind so viele unterschiedliche, dass ich gar nicht verstehe, welchen Bezug die zur Geschichte haben. So, dann gucken wir mal noch. Ich würde sagen, gucken wir mal noch, was uns jetzt hier noch erwartet. Weil, dann werde ich das nämlich, glaube ich, gleich beenden. Erstmal. Da ist noch ein Zettel. Yay! Judy! Vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Großteil des Personals, einschließlich dir selbst, ein wenig zu gerne dem Verbreiten von Gerüchten frönt. Ich muss dich doch nicht daran erinnern, wie gut es dir und den anderen hier geht, verglichen mit dem krankheitsverseuchten Festland, oder? Ja, wir hatten einige Probleme mit den Insassen und mit einigen unserer ungewöhnlicheren Patienten. Ja, manchmal mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um mit ihnen fertig zu werden. Aber ich brauche die Unterstützung von allen, wenn dieser Ort bestehen bleiben soll. Ich tue alles, was ich kann. Wahrscheinlich Dr. Mercy. Oh Mann, Alter. So langsam. Wer seid hier? Die sehen aber auch alle. Man möge mich korrigieren, aber die sehen alle echt voll schräg aus. Irgendwie weiß ich nicht. So alte Porträts finde ich sowieso total gruselig irgendwie. Na, jetzt mal ernsthaft. Es gehen aber alle noch, ne? Okay, ich meine, er hier sieht schon sehr merkwürdig aus. Aber jetzt mal ernsthaft, was mit ihm? Oder ist das eine Sie? Das ist eine Sie? Warum ist denn die so dunkel? Nee. Das ist echt beängstigend. Das ist nicht so toll. Nee, ach, die will ich mir da gar nicht mehr angucken. Ich gucke jetzt hier noch die Räumlichkeiten zu Ende und dann reicht's mir. Dann gehe ich nach Hause. Ach nee, ich bin ja zu Hause. Aber das müsst ihr ja nicht wissen. Psst, nicht weiter sagen. Okay, ich sehe schon.
Wie, das geht auf dem Klo weiter? Also irgendwann muss ich ja hier verpasst haben. Ich muss doch hier irgendwie wieder rauskommen. Patient 13. Was für eine unheilverkündende Zahl. Aus Krankheitsaufzeichnung geht hervor, dass diese Nummer zumeist besonders schweren Fällen, besonders schwere Fälle kennzeichnet. Und der aktuelle Fall ist keine Ausnahme, wenn man die Umstände ihrer Geburt in Betracht zieht. Ich sehe viele Einrichtungen, schlechte Entscheidungen und noch mehr in ihrer Zukunft. Manchmal frage ich mich, ob das ihre, ob das innere Chaos in manchen... Ich höre das jetzt einfach mal weg. Ist mir gerade zu verwirrend. Mausi, hörst du damit jetzt mal auf? Entschuldigung, mein Hund empfand das aber gerade für sehr wichtig, sich selber aufzufressen und einfach nicht auf mich zu hören. So, die Frage ist jetzt, wie geht's hier nun weiter? Weiter, weiter, weiter. Na los jetzt. Hier, ich wollte wenigstens noch einen Ausgang finden, bevor ich das beende. So schwer kann das doch jetzt nicht sein, oder was? So viel ist ja hier vor allen Dingen auch nicht. Was habe ich übersehen? Wie rechts? Was rechts? Ich meine, das ist alles hier meistens jetzt schön. Von meinem Standpunkt aus rechts wäre jetzt, würde keinen Sinn ergeben, ne? Du musst mir schon was Genaueres sagen. So, ich bleib mal hier im Flur stehen. Ach, ja, warte, ich sehe ja selber, wie versetzt das bei dir ankommt. Ah, jetzt bin ich aber ungeduldig, jetzt will ich selber gucken. Habe ich hier was verpasst? Nein. Na los, gib genauere Infos. Jetzt ist es... Ich wollte sagen, hier, die Tür meinst du, aber nee. Okay. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens das ja geschafft. Gut, dann kam das bei mir zeitversetzt an. Ja, sorry, bei mir kam das. Ja, gut, ich hätte ich die Zeit beachtet, hätte ich das vielleicht auch gesehen, aber weil es dann auf einmal halt da erst angezeigt wurde. Da kann ich nichts für, schimpf nicht mit mir. Ja, und es geht schon wieder los, würde ich behaupten, aber hier mache ich jetzt eh Feierabend. Weil mir reicht das heute, mir war das jetzt zu viel Labyrinth gelaufen. Das macht nämlich keinen Spaß. Die ganze Zeit immer nur das Spiel fetzt zwar schon, aber immer nur im Labyrinth laufen ist echt uncool. Von daher sage ich dann mal, ne, ich mache jetzt hier. Es hat ja eh, glaube ich, gerade irgendwo hier gespeichert, ne? Es macht ja eh einen Standardspeicherpunkt. Den hat er jetzt hier eh schon gemacht, bin ich mir sicher. Und dann würde ich nämlich sagen, dann wünsche ich euch sonst erstmal noch einen schönen Abend. Und alles weitere. Und man sieht sich vielleicht irgendwann nochmal oder auch nicht. Auch nicht so wild. Also macht's gut. Tschüss.